Frau Becker. Kann es sein, dass Sie an einem ausgeprägten Zerstörungsdrang leiden? Ich habe keine Störung. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Kennen Sie Paul Jacobs? Er leitet die Lokalredaktion in Aachen. Tut mir leid, ich habe nichts für Sie zu tun. Das ist nicht Ihr Ernst. Wenn der Verlag Sie geschickt hat, damit ich aufgebe, dann können die lange warten. Sie schreiben nicht, Sie kriechen der Polizei in den Arsch, Sie lassen sich korrumpieren und Sie scheißen sich vor Angst in die Hose. Becker, dass Sie immer nur an die Zeitung denken können. Ja, einer von uns muss ja. Seitdem du bei uns bist, da ist ja richtig was los. Naja. Machen Sie, was Sie wollen. Nur eine Regel. Lassen Sie mich in Ruhe. Aha. Herr Dassler, da haben Sie aber richtig Schwein gehabt, dass Sie heute gekommen sind. Mantel, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie effektiv Polizeiarbeit sein kann. Und dass jemand, der so effektiv arbeiten kann, auch für Höheres geeignet ist. Gut, dass jemand vom Parteivorstand dabei ist. Das ist doch alles viel zu früh, ne? Er hat doch das ganze Leben noch vor sich gehabt. Er gehört jetzt zum exklusiven Club der 27er. Die, die früh sterben, das sind die wirklich Großen. Die werden nie vergessen. Dürfte ich Sie bitten für den großen Abschied einmal. Genau, sich um das Foto einmal. Ich mach das, geh rein. Au. Wo ist der Tote? Der muss obduziert werden. Es besteht Mordverdacht. Also wo ist meine verdammte Leiche? Kleines Foto für die Zeitung, ja? Keine Presse. Alles in Ordnung? Aua. Ich geh aus. Da haben wir ja unseren Toten. Sie? Hey! Holen Sie das Ding zurück. Sofort! Ich will meine Leiche wieder. Verdammt, holen Sie mir meine Leiche wieder. Danny? Danny? Ah! Da. Oh, Danny, hast du mich erschreckt? Wo treibt sich Becker wieder rum? Das ist bei der Verbrennung vom besten Elvis. Aber schon seit über 3 Stunden, so lange brennt nicht mal Elvis. Wie wär's mit Anrufen? Hab ich gemacht, sie geht nicht ran. Wir haben einen wichtigen Termin. Mit Wechselsachen? Ja. Da hat eine neue Reinigung aufgemacht und sie soll einen Artikel drüber schreiben. Weißt du, weil du jemanden brauchst, der deine Anzüge umsonst reinigt, ne? Weil unsere Leser informiert werden wollen, wenn ein neuer Betrieb aufmacht. Ja. Jenny, es ist unsere Aufgabe, die lokale Wirtschaft zu fördern. Also gut, die alte Reinigung war scheiße, aber teuer und ich brauche eine neue. Zufrieden? Herr Dassler, es tut mir so leid. Keine Fotos. Wollmann, legen Sie Herr Dassler weg. Bitte. Was ist passiert? Frau Becker, sagen Sie es ihr. Ja, sie hat die Leiche in die Luft gesprengt. Sie haben meinen Sohn umgebracht. Nein. Der war vorher schon tot. Unseren Elvis. Maya? Oh, nein, das musst du verhindern, Raji. Ja, okay, ich sag's ihm. Was? Maya hat Elvis in die Luft gesprengt. Nein. Und deswegen ist sie so durcheinander, dass sie sich ein Bier bestellt hat. Nein. Doch.
Warum tut sie mir das an? Ich will nicht. Du hast das nicht verhindert. Ich hab's versucht, Chef, aber Sie wissen doch, wenn Sie sich was in den Kopf... Hatice Meyer hat eine Alkoholunverträglichkeit. Ich weiß, aber was hätte ich da tun sollen? Ja, wie viel hat sie getrunken? Ein halbes Kölsch. Ich will sagen, so viel. Becker, was soll das? Hm? Gib den Sohn von der Mama von Elvis in die Luft, Chiara. Er ist ein Knopf zum Leichenspringen. Knopf zum Leichenspringen? Was soll denn der Quatsch? Keine Ahnung, mehr, Mann. Ich meine, ich war doch dabei. Oder? Was? Sie weiß doch sehr geil von noch ein König. Hatice. Maya. Das Kretorium ist auch kaputt. Egal, das Kretorium ist mir scheißegal. Wir fahren jetzt in die Reinigung. Das ist dreckig, das ist kaputt. Okay, also, wir gehen jetzt ins Krematorium und ich beweise Ihnen, dass es keinen solchen Knopf gibt, okay? Ich gehe da nicht mehr hin. Ich habe mich so böse angeguckt, die Mama. Ist ja gut, Becker. Alles okay, ich zeige Ihnen mal was, ja? Kommen Sie mal mit. Ich habe da was gesehen. Gucken Sie mal. Gucken Sie mal, da haben Sie es gesehen. Nee. Na, gucken Sie mal richtig hin, da. Da. Da ist nichts mehr. Na? Das ist alles meine Schuld. Was soll das heißen, Sie können da noch nicht rein? Frau Bradulic, das war auf über 1000 Grad erhitzt. Das Einzige, was da vielleicht rein könnte, das ist eine Pizza. Die Bandofen haben jetzt noch über 300 Grad Celsius. Na und? Ich will wissen, warum das Ding explodiert ist. Das möchte ich auch wissen. So wie das hier aussieht, war da wohl Sprengstoff im Sarg oder in der Leiche. Hallo. Ach du Scheiße, das hat mir gerade noch gefehlt. Raus hier! Der Tatort ist pressefreie Zone. Entspann dich, ich will nur wissen, was hier los war. Becker behauptet, sie hat eine Leiche gesprengt. Also wenn ich psychologisch betreuen soll, ich habe eine Fortbildung gemacht. Du willst wirklich wissen, was hier passiert ist? Ja. Deine Truller hat ein Beweisstück zerstört. Ich habe einen anonymen Anruf bekommen. Unser Pseudo-Elvis wäre keines natürlichen Todes gestorben. Also wollte ich verhindern, dass die Leiche verbrannt wird. Aber deine kleine Freundin hat kaum, dass ich hier war, diesen Also, Knopf. Erstens sind wir nicht befreundet. Zweitens ist dieser Knopf... Wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie auf diesen Schalter gedrückt. Aber der Knopf ist doch nur für die Klimaanlage. Bollmann! Also, der Ofen lässt dich nicht hier einschalten, sondern... Per Computer. Wer kann denn hier rein? Die Tür führt direkt zum Gang und war nicht abgeschlossen. Also, jeder. Das heißt... Irgendjemand wollte verhindern, dass wir die Leiche obduzieren. Also wurde Elvis ermordet. Das habe ich schon immer vermutet. Aber nicht von mir! Oh, Trollerchen fängt an zu denken. Das bedeutet aber auch, dass einer von den Trauergästen, die hier draußen gewartet haben, der Mörder sein könnte. Er oder sie hat mitbekommen, wie die Bradulic von der Obduktion gesprochen hat. Und dann ist er oder Becker. Sie ganz schnell rein und... Ja, Sie glauben gar nicht, wie sehr mich das überhaupt nicht interessiert. Oh, Paul, das ist eine Hammerschlagzeile. Der beste Elvis ermordet. Becker, das ist schön für Sie, aber lassen Sie mich raus aus dem Quatsch. Und sammeln Sie unseren Inder ein, wir müssen endlich los. Sag mal, du hast doch da draußen Fotos gemacht. Ja. Vielleicht sehen wir auf den Bildern, wer drin verschwunden ist, als die Bradulic ankam. Der oder diejenige könnte der Mörder sein. Wieso geht denn die nicht? Becker? Ja. War die auch auf der Beerdigung? Ja. Ja. Wäre vielleicht gut, wenn ich die mal interviewe. Ich dachte, die Geschichte interessiert Sie nicht. Becker, wann begreifen Sie es endlich? Ein Journalist bleibt immer ein Journalist. Komme ich Ihnen mit? Ich auch. Nein, 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 Becker. Für ein Interview mit einer Trauernden braucht man Fingerspitzengefühl. Und ich glaube kaum, dass eine Alkoholkranke sowas hat. Ich bin nicht alkoholkrank. Außerdem ist das meine Geschichte. Becker, Rajesh, ihr fahrt jetzt zur Reinigung, macht Fotos und Interviews, das volle Programm. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Was soll ich in der Reinigung... Becker, wenn Sie jetzt nicht machen, was ich sage, dann... Was? Wird Rajesh wieder stellvertretender Redaktionsleiter. Ja. Na los, ab in die Reinigung. Anzug ist im Auto. Ein geiler Sack ist der. War ein feinfühliger geiler Sack. Hallo. Darf ich? Immer
Scheiße, so ein Tod, was? Sind Sie von der Polizei? Nein, ich bin vom Merkur. Wir planen eine große Artikelreihe über Aachens beste Prominenten-Doubles. Mhm. Sie mochten ihn wohl gern, den Elvis. Er war mein Freund. Oh. Bis vor 2 Wochen da habe ich mich von ihm getrennt. Gut. Wieso? Wieso haben Sie sich getrennt? Wie kann bei einem Mann mit 35 immer noch die Mutter das Wichtigste im Leben sein? Ja. Ist erstaunlich, wie viele Männer nicht loskommen. Und Sie? Meine Mutter ist tot. Ist lang her. Wir proben nachher im Theater. Wenn Sie wirklich etwas schreiben wollen. Ja, gerne. Ich habe meinen Wagen da oben, wenn ich Sie fahren soll. Der Citroën SM ist Ihre? Ja. Schön. Oh, na so was. Ja, kommen Sie ruhig rein. Ich habe aber noch Besuch. Nicht schon wieder. Schneller als die Polizei erlaubt. Hallo, Frau Becker hat mir schon alles erklärt. Ich zeige gerade Bilder von 58. Nehmen Sie doch Platz. Von dem großen Jahr. Bollmann. Ich war damals 9. Er hat mir mit seiner Hand über den Kopf gestrichen. Das war der schönste Augenblick in meinem ganzen Leben. Ja. So weit erlebt man nur einmal. Wenn überhaupt. Hören Sie, ich wollte eigentlich noch Karriere machen, bevor ich sterbe. Also können wir jetzt mal zur Sache kommen? Wann, wie und wo haben Sie die Leiche Ihres Sohns entdeckt? Und wie hat er ausgesehen? Ja, also, das war so. Er ist ins Bett gegangen. Und als er am nächsten Mittag noch nicht wieder rausgekommen ist aus seinem Zimmer, da habe ich geklopft und hat nicht reagiert. Da bin ich reingegangen und da lag er da in seinem Elvis-Outfit. Ich wollte ihn wecken, aber er hatte ganz kalte Hände gehabt und war ganz weiß im Gesicht. Da habe ich den Notarzt gerufen. Das ist ein Elektromagnet von meinem Elvis. Von meinem Bruno. Entschuldigung. Der hat sich immer so Spielereien gekauft. Was hat der Arzt gesagt, woran er gestorben ist? Das Herz. Bruno hatte ja schon seit seiner frühesten Jugend Herzrhythmusstörungen. Sagen Sie, als die Kommissarin ins Krematorium gekommen ist, haben Sie da irgendjemanden gesehen, der ganz schnell reingegangen ist? Nein. Obwohl? Ach nee, das kann nicht sein. Nein, nein. Wer? The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. Haben Sie keine falschen Hoffnungen? Mehr! Ich denke, Sie schreiben über die Reinigung. Schon erledigt. Und ich weiß auch, wer die Mörderin ist. Die hat Rajesh geschossen, als die Bradulich ankam und gesagt hat, dass die Leiche nicht verbrannt werden darf. Und? Wieso geht Marilyn in dem Moment rein, um auf den Knopf zu drücken? Um den Leichnam zu verbrennen, damit er nicht obduziert werden kann. Und warum macht sie das? Genau, weil sie ihn umgebracht hat. So ein Blödsinn. Kann es sein, dass der Schwanz mal wieder das Hirn ausschaltet? Paul, Marilyn ist die klassische sexuelle Projektionsfläche für Neandertaler. Ja, besser als gar nicht zur Projektionsfläche zu taugen, oder, Becker? Das ist gut und genauso machen wir es morgen Abend in der Vorstellung, okay?
Das war's, danke. Kannst runterfahren. Hey. Ich habe schon gehört, dass Sie es doch nicht waren. Freut mich total. Danke. Hallo, ich heiße... So alt bin ich noch nicht, dass ich das nicht weiß. Nein, nein, ich meine, ich heiße Jupp. Schön. Ich gehe nochmal. Maja Becker. Wow. Das war das Sexieste, was ich seit langem gesehen habe. Danke. Sie stehen auf Sie, hm? Was? Marilyn. Nein, ich war doch mit Elvis zusammen, also... Ja, aber die beiden waren getrennt. Naja, zwei Tage vor seinem Tod haben sie sich noch gestritten, so wie sich Leute streiten, die noch zusammen sind. Worüber denn? Sein Tod geht ihr ja nicht besonders nahe, oder? In der Vorstellung ist natürlich alles noch viel besser. Da draußen ist eine Kommissarin und will mit dir sprechen. Nach meiner Ankunft sind Sie also hier reingekommen und da lang gelaufen? Ja. Warum? Weil ich mal musste. Aha. Sie wissen also, wo die Toilette ist? Ja. Ja, und wo? Hallo? Hallo. Ich bin Maja Becker von Merkur. Und ich würde gern... Ich würde gern einen Artikel schreiben über die äußerst schwierige Arbeit eines echten Forensikers. So richtig? So mit Fotos? Ja, natürlich. Haben Sie denn schon was rausbekommen? Machen Sie sich mal keine Sorgen. CSI Uwe findet raus, warum der Tote explodiert ist. Aha, wer ist denn CSI Uwe? Das bin ich. Ach so. Meinen Sie nicht, das ist vielleicht besser so von der Seite? Weil meine Frau meint, von vorne ist meine Nase irgendwie so... Klar. Ich kann sich auch so locker, lässig, hier Hände in die Hüfte, wie Caruso von CSI. Ey, bang, bang, hey. Oder so nach vorne beugen, hier. Ach Mensch, das sind ja meine Gerätschaften hier. Oh, das sieht so ein bisschen mehr nach Arbeit aus. Sehr schön, wenn es nicht nur nach Arbeit aussehe. Ich dachte ja nur, eine gute Zusammenarbeit mit der Presse, weil das Bild der Polizei in der letzten Zeit war ja so ein hier. Bisschen... Ach, ich, also, ja. Sie wollen also allen Ernstes behaupten, dass Sie von dem ganzen Kram nichts mitgekriegt haben? Ich war auf Toilette. Es gab einen Rums, da habe ich zugesehen, dass ich hier rauskomme. Und war sonst noch jemand hier drin? Ich habe niemanden gesehen. Wieso haben Sie sich zwei Tage vor seinem Tod mit Bruno gestritten? Ich führe hier die Ermittlungen. Wieso haben Sie sich zwei Tage vor seinem Tod mit Bruno gestritten? Er kam an und hat mich gefragt, ob ich mit ihm nach Australien fliege. Dabei haben wir uns vor zwei Wochen getrennt. Was wollte er denn in Australien? Naja. Was wollte er denn in Australien? Ganz neu anfangen. So ein Unsinn. Wenn man vor sich weglaufen will, nutzt es nichts, woanders hinzufahren. Man nimmt sich selbst ja mal mit. Gut. Was ist das? Da bin ich über die Mauer gefallen. Und da? Da ist Marilyn wieder draußen. Ja, aber in der Zeit hätte jeder weggehen und zurückkommen können. Ich kann nichts dafür. Die Kommissarin hat mich geschubst. Also könnte es auch Michael Jackson gewesen sein. Wieso ausgerechnet der? Eifersucht. Der steht total auf Marilyn. Vielleicht wollte er einen Nebenbuhler aus dem Weg räumen und hat Beweise vernichtet. Ich gehe heute ein bisschen früher. Früher als wann? Früher, als er normalerweise kommt. Er ist nicht nur ein großer Journalist. Er sieht gut aus und riecht auch noch gut.
nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Bravo! Danke für die Erinnerung, das war toll. Gern geschehen. Eine tolle Vorstellung. Ja, finde ich auch. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, Marilyn zu dubeln? Weißt du, wie das ist, eine von vielen zu sein? Nee. Wenn dich niemand beachtet und du für alle nur durchsichtig bist. Aber du doch nicht. Du hast doch so eine unglaubliche Ausstrahlung. Das bin ich. Das ist Marilyn. Ich bin nur die Unsichtbare aus der Schadensabteilung einer Versicherung. Nee. So eine Ausstrahlung hat man oder man hat sie nicht. Und du hast sie. Haben Sie noch einen Wunsch? Danke, ich hab schon. Ja, ich hätte gern noch so eins. Und warum reagieren die Männer nur dann? So wie du? Ich? Aber mich interessiert doch nicht diese Marilyn-Fassade. Das ist doch nur Projektionsfläche für Neandertaler. Mich interessiert der Mensch dahinter. Und da spüre ich bei dir ein unglaublich trauriges und sensibles Mädchen. Auf der Suche nach einem Menschen, dem sie vertrauen kann. Und das wäre eine Frau, in die ich mich verlieben könnte. Ich zieh mich um, wartest du? Klar. Frau Becker, ich... Störe ich? Nein, niemals. Ach so, das. Also, bei mir zu Hause. Diese eine Maus, die geht immer an meine Vorräte. Und weil ich sie nicht gleich töten will, habe ich überlegt, ob ich mit leichten Stromschlägen... was kann ich für Sie tun? Ich habe beim Amtsarzt angerufen, der den besten Elvis untersucht hat. Aber der will mir nichts sagen und deswegen dachte ich, dass das Sie mir... Aber nehmen Sie das nicht so ernst. Also die meisten Ärzte, die untersuchen die Toten ganz oberflächlich. Solange Sie nicht irgendwie ein Messer im Rücken haben, da wird ein natürlicher Tod festgestellt. Was meinen Sie, wie viele Morde auf diese Art und Weise unentdeckt bleiben? Und der auch Mäuschen? Nein. Und der anonyme Anrufer, der behauptet, dass das Mord war, wissen Sie inzwischen, wer das ist? Ja. Na dann, danke. Das war's schon? Ja. Ja, dann. Ah! Au! Kann ich Ihnen helfen? Nein. Wir würden jetzt wirklich sehr gerne abschließen. Ach so, ja klar, ich warte nur auf die... Ich schau mal, wo sie bleibt. Begreifst du nicht, was du damit angerichtet hast? Ich war einfach so sauer. Total bescheuert! Was meinst du, wenn die Polizei rauskriegt, dass du das warst? Sag doch, ich hab nicht nachgedacht. Fass mich nicht an! Hau endlich ab. Du kotzt mich an. Ach, ich kotz dich an, ja? Meinst du mich etwa nicht? Paul? Bist du schon lange hier? Nee, gerade gekommen. Marilyn? Paula. Enttäuscht, was hinter der Fassade ist? Nein, ist ja nur eine andere Fassade. Nein, das bin ich. Super. Wollen wir? Klar. Stiefel in die Treppe, das ist echt Selbstmord. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, ich weiß, ich bin gut. Oh. Ah! Morgen! Was machst du denn schon hier? Ich konnte nicht schlafen. Oh. Machst du Kaffee? Ja, na klar. Danke. Was ist denn los? Ich bekomme diese Elvis-Geschichte nicht aus dem Kopf. Oh, ich verstehe.
verstehe es einfach nicht. Dieser Typ macht mit seiner Freundin Schluss und dann will er mit ihr nach Australien und schwupp ist er tot. Ich mach mal extra stark. Wieso wollte der nach Australien? Morgen. So früh? Ja, früher Vogel fängt den Wurm, wa? Früher Vogel kann mich mal. So früh kommt er doch sonst nie. Zumindest nicht nüchtern. Etwas stimmt da nicht. Bestimmt Marilyn Monroe. Nicht wirklich. Anschmachten, okay. Ich meine, was soll er an der finden? Die wackelt mit dem Arsch, die sieht in Wirklichkeit nicht aus, wie sie aussieht. Und sie singt nicht mal selbst. Naja, aber sie hat B-B-B-D-B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 -
Er ist gar nicht da. Komisch, gerade eben ist er. Der ist gar nicht da. Habe ich ja ganz vergessen, weil der weggegangen ist. Schade. Sie können mir ausrichten, dass ich da war. Na klar, machen wir. Tschüss. Was ist denn mit euch los? Paul? Paul? Ist sie weg? Ja. Darf man... Nein. Aber... Nein! Kein Problem, ich sag Paula Bescheid, dass sie doch... Nein! Lassen Sie die Tür zu. Die Sache ist kompliziert. Wieso? Sie waren scharf auf Marilyn, haben ihr alles Mögliche versprochen, um sie ins Bett zu bekommen und sind dann neben Paula wach geworden. Und jetzt sind sie total schockiert und haben postsexuelle Panik, weil sie ihr nicht sagen wollen, dass sie nicht mit ihr zusammen sein möchten. Kennt man doch. Ach ja? Becker, ich habe sie vorher schon so gesehen. Mitleidsfick oder was? Das Mädchen ist depressiv. Die kann sich selber nicht leiden. Die versucht, ihr ganzes Unglück und ihre Ängste hinter einer Fassade zu verstecken, als wären sie dann weg. Wie soll man mit so jemandem umgehen? Ja, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Wieso sagen Sie ihr nicht einfach, wie es ist? Das geht nicht. Die bringt sich um und außerdem sagt man Frau nie die Wahrheit. Was? Warum nicht? Weil das nicht geht. Oh, mein Gott. Paul! Haben Sie nie das Bedürfnis, Ihren Gefühl mal freien Lauf zu lassen? Sie mal so richtig auszukotzen. Danach fühlen Sie sich befreit, glauben Sie mir. Sagen Sie ihr, was Sie ihr gegenüber empfinden. Dass es Ihnen auch schlecht geht, weil Sie niemanden haben, der Sie liebt. Und dass Sie sich jeden Tag abrackern, aber Ihr Chef das nicht wahrnimmt, sondern Sie behandelt wie den letzten Dreck. Maya, deine Mutter ist am Telefon. Jemand, der mich liebt. Mama? Ja? Nein, mach dir auch deswegen keine Sorgen. Mama, nur weil deine Freundin einen Herzschrittmacher bekommt, heißt das nicht, dass du auch einen brauchst. Dann pass auf, geh doch einfach zum Arzt. Geh zum Arzt, ich glaube nicht, dass der was anderes sagt. Ja. Okay, ja. Ja, bis heute Abend. Ja, ja, ja. Tschüss, tschüss. Hey, Kaffee. Gleich. Weißt du, Rachi? Weißt du, was ich mich schon die ganze Zeit frage? Nee. Meinst du, ich wäre eine gute Marilyn? Bubububidu. Ich hab ne Idee, wo die Leiche explodiert sein könnte. Hast du meinen Kaffee da? Ja, na klar. Mann, 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 Mann. Ah, Frau Branulitsch. Einen Moment. Diese Metallteile waren alle im Ofen verstreut. Und einige davon steckten sogar in den Wänden. CSI Uwe findet einfach alles. Ja, und was ist das? Frau Branulitsch, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber ich bleib dran. Aber ich... Sie schon wieder. Ach, genau so habe ich es mir vorgestellt. Was? Die Reste. Von was? Dankeschön. Die Reste von einem explodierten... Was? Herzschrittmacher. Herzschrittmacher? Ja. Bei den extrem hohen Temperaturen in einem Krematoriumsofen explodieren die Lithium-Ionen-Batterien. Sag bloß. Ja. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Pseudo-Elvis hatte keinen Herzschrittmacher. Sein Hausarzt hat uns seine Krankenakte zur Verfügung gestellt. Tut mir leid. Aber so wie das hier aussieht, hat die junge Dame Frau Becker recht. Das sind Teile von dem Herzschrittmacher. Das ist unmöglich. Was, wenn der Tote nicht Bruno war? Na, das lässt sich doch ganz leicht feststellen.
Normalerweise sind Seriennummer und Hersteller eingraviert. Und wenn CSI Uwe alle Teile zusammengepuzzelt hat, tada, da wollen wir doch mal sehen. Du willst mit mir Schluss machen, oder? Wie kommst du denn darauf? Weil alle Männer mit mir Schluss machen, wenn ich mit ihnen im Bett war. Ich aber nicht. Sondern? Ich will mit dir reden. Wie reden? Naja, ganz einfach offen reden. Ich habe vor 8 Jahren mit Leuten eine Spendenorganisation aufgebaut. Und? Wir haben Millionen für Afrika eingesammelt und die 2 Kollegen sind mit dem Geld abgehauen. Mich haben sie eingebuchtet und um wieder rauszukommen, habe ich vorgeschlagen, das Geld alleine abzustottern. Bin also mehr als pleite. Wow. Ja, und das ist noch nicht alles. Alles Praktikanten, keine Ahnung. Ich möchte doch nur wissen, wem der Herzschrittmacher gehört. Frau Becker, wir stecken mitten in den Ermittlungen und geben auf keinen Fall Einzelheiten an die Presse weiter. Raus. Tür zu. Auf Wiedersehen, Frau Becker. Nein. Ich darf nicht. Dieses Mal darf ich wirklich nicht. Ich darf nicht. Ein Amerikaner, der in Berlin lebt. Woher wissen Sie das? Ein Elvis Double. Sie machen mir Angst. Scheiße. Nicht der Amerikaner hat Bruno umgebracht, sondern Bruno den Amerikaner. Weil er nicht wollte, dass er ihm den Job wegnimmt. Und der Tote lag deswegen im Elvis-Kostüm auf dem Bett, weil beide so gleich aussahen. Und Bruno konnte in aller Seelenruhe nach Australien abhauen. Aber wieso bringt jemand jemanden um, um den Job zu behalten, wenn er danach nach Australien abhaut? Vielleicht ist Bruno ja gar nicht in Australien. Ja, aber warum liebt er den Toten als sich selbst aus? Weil er nächste Woche als Amerikaner seinen eigenen Job antreten will. Das klingt irgendwie abstrus. Ja, schade. Nach Australien geflogen ist. Wer? Unser Elvis Double. Und wie soll ich das machen? Keine Ahnung, wie. Dir fällt doch sonst auch immer irgendwas ein. Na gut, geht klar. Danke. Ist das was ein rotes Schiff? Ja, mit Becker. Oh, Michael Jackson? Tag. Ja, ich weiß, dass Sie das nicht dürfen, aber mein Bruno, der ist seit 3 Tagen verschwunden. Wenn ich jetzt zur Polizei gehe, dann... Der wollte doch immer nach Australien. Wenn Sie... Bitte, ich bin doch nur eine hilflose Frau. Ja.
Warum hat Paula Sie in der Garderobe eigentlich so beschimpft? Ja, weil ich die Polizei gerufen habe und gesagt habe, dass Bruno umgebracht wurde. Sie sind der anonyme Anrufer. Ja. Woher wussten Sie das? Ja, danke. Hilfe! 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 Und woher wollen Sie wissen, dass das Bruno war? Na, weil der Anruf von einem seiner Handys auskam. Ich wusste es doch. Bruno hat mit seinem Nachfolger gestritten und ihn umgebracht. Und dabei wahrscheinlich unabsichtlich bei Ihnen angerufen. Da gibt's nur ein Problem. Nämlich? Laut Aussage von der Fluggesellschaft ist Bruno einen Tag vor dem Mord nach Australien geflogen. Dann kann er wohl kaum der Mörder sein. Bruno lebt? Ach, bin ich blöd. Dabei ist doch alles so klar. Und er war mal gerade 7 Jahre alt, ne? Da hat er zum ersten Mal den Elvis für mich gespielt. So irgendwie mit Hüften wackeln und so. Und das war so süß, ja. Er war schon begabt. Er war ein großartiger Elvis, das muss man sagen. Der wäre eine Schande gewesen, wenn man dieses Talent nicht genutzt hätte, ne? Und deshalb haben Sie gleich reagiert, als Sie einen Anruf aus dem Theater bekommen haben, dass Ihr Sohn seinen Job verliert. Wie bitte? Sie konnten nicht zulassen, dass der Amerikaner ihm den Job wegnimmt. Welcher Amerikaner? Den Sie hierher eingeladen haben, indem Sie sich als großer Elvis-Fan offenbart haben. Ja, und den Sie vermutlich auch gebeten haben, den Job nicht anzunehmen. Vielleicht haben Sie mit dem auch über die Herzkrankheit Ihres Sohnes gesprochen. Und wahrscheinlich hat er Ihnen von seinem Herzschrittmacher erzählt. Dann haben Sie den genialen Plan gehabt, seinen Herzschrittmacher mit dem Elektromagneten aus dem Takt zu bringen. Das ist doch Unsinn, ist das doch. Das ist doch kompletter Blödsinn. Jetzt ist Schluss. Gehen Sie mal nach Hause. Gehen Sie mal raus. So. Hallo? Hallo. Das ist das zweite Handy Ihres Sohnes, richtig? Ja. Als der Herzschrittmacher des Amerikaners verrückt gespielt hat, hat er versucht, das rumliegende Telefon zu greifen, um Hilfe zu rufen. Aber leider hat sich nur die Mailbox von Michael Jackson eingeschaltet. Und so wurde der Mord aufgezeichnet. Ich hab das doch nicht gewollt. Ich habe nur eingeladen, weil ich ihm erklären wollte, wie wichtig Brunos Job für uns ist. Aber mit dem war ja nicht zu reden. Der konnte ja nicht mal richtig Deutsch. Ich war so verzweifelt. Wann ist Ihnen eigentlich klar geworden, dass das alles umsonst war? Weil Ihr Sohn längst in Australien war. Er hat mich angerufen. Ich verstehe das nicht. Also keine Angst zu haben, kann er mir doch sagen, dass er keine Lust mehr hat, den Elvis zu spielen. Hätte ich ihm noch nie den Kopf hier abgerissen. Ach, er war mir doch viel wichtiger als alles andere. Wie sind Sie darauf gekommen, den Amerikaner als Ihren Sohn auszugeben? Der Arzt. Der Arzt hat das einfach so angenommen. Da habe ich nicht Nein gesagt. Nicht doof. Letztendlich aber der Beweis, dass ich es war. Doch, doof. Entschuldigung, kennen Sie sich aus? Kann man sowas mitnehmen in den Knast? Oh, er kann Ihnen das sagen. Becker. Und wie viele Kopien brauchst du? 2, bitte. 2 Mark? Hallo, ihr Lieben. Findet ihr nicht auch, dass es draußen irgendwie nach Frühling riecht? Es ist Herbst. Das macht's ja umso erstaunlicher. Ups, das dachte ich mir schon, was lass ich. Mann, sieht ja gut aus. Und genau das macht mir Sorgen. Hallo. Hi. Ist Paul da? Hallo. Schön, dass du da bist. Wir müssen reden. Gut. Ich rede gern mit dir. Ja. Das mit uns, das geht nicht.
Es ist toll, dass du mir so ehrlich alles über dich erzählt hast. Es ist selten, dass Männer sich total öffnen und über ihre Gefühle. Aber... Was? Ich hätte nicht gedacht, dass es jemanden gibt, der noch unglücklicher ist als ich. Es reißt mich einfach runter. Das kann ich nicht aushalten. Nimm's mir nicht übel, ja? Nee, klar. Genau. Und deshalb finde ich, dass ihr auch mal die Küche und nicht immer nur ich. Macht's gut. Du auch. Becker! Wo bleibt der Scheißartikel?